Hallo Leute, herzlich willkommen. Ich wollte mich mal ganz artig von euch verabschieden. Also nicht mit meinem Kanal von euch verabschieden, nein, aber wir verlassen morgen die deutschen Landen. Es geht nach Paris. Das Notebook werde ich zu Hause lassen. Das heißt, ich werde in der Woche keine Filme schneiden. Ich werde, glaube ich, sowieso nicht zukommen. Aber da wir nicht sicher sind, wie sicher es in Paris ist und so, will ich die ganzen Wertsachen lieber zu Hause lassen. Natürlich nehme ich die Actioncam mit, keine Frage. Aber alles, was hochpreisiger ist, bleibt dann doch zu Hause. Und was auch zu Hause bleibt, ist unser Auto. Wir fahren nämlich morgen mit dem Zug. Geht um 7.53 Uhr oder so, früh morgens, in den ICE Richtung Mannheim. Da steigen wir um in den TGV Richtung Paris, sind dann irgendwie so kurz vor 17 Uhr da, wenn alles glatt läuft. Ich freue mich wirklich auf Paris, meine beiden auch. Wir haben das ja ganz bewusst gebucht, weil wir die Stadt überhaupt mal kennenlernen wollten. Ich sagte ja schon, Eiffelturm ist gebucht, Louvre ist gebucht. Das ist das Kunstmuseum, auf das ich tatsächlich sehr, sehr gespannt bin. Ich bin jetzt kein Kunstkenner, aber durchaus so ein bisschen ein Liebhaber. Also es gibt schon einiges, was mich da anspricht. Und ich bin wirklich gespannt auf die Mona Lisa, wie sie im Deutschen heißt, also La Gioconda heißt sie eigentlich. So heißt sie in jedem Land, nur Mona Lisa aufgrund eines Übersetzungsfehlers. Sehr gespannt bin ich natürlich auch auf den Park Asterix, den wir besuchen wollen. Er hat allerdings nur am kommenden Samstag und Sonntag offen. Da muss das Wetter mitspielen. Also wenn der Himmel seine Schleusen öffnet, wir müssen tatsächlich nur zum Flughafen Charles de Gaulle fahren. Da gibt es natürlich viele Wege hin. Und vom Flughafen aus gibt es eine Straße, 20, 25 Kilometer, straight nördlich, also wirklich, es geht nur geradeaus und dann fährst du direkt auf den Park Asterix zu. Da fährt zum Beispiel der Blabla-Car-Bus, habe ich gelesen. Am meisten freue ich mich tatsächlich auf Toutatis. An zweiter Stelle steht Pegase Express. Ich finde diese Achterbahn sehr innovativ, auch wenn es jetzt kein Megacoaster ist, aber sie ist jetzt nicht gerade klein, wenn ich das mal sagen darf. An dritter Stelle steht bei mir jetzt zumindest auf meiner Erwartungsliste Osiris und an vierter Stelle Tonnerre de Zeus. Und es könnte sein, dass wir auch in der Reihenfolge die ganzen Fahrgeschäfte abklappern. Und ich werde mich auch bemühen, das hat nämlich ein Kommentator gesagt, der hat da was Interessantes geschrieben unter meinen Freizeitpark Plon-Vlog. Der hat auch geschrieben, ich soll die kleineren Attraktionen nicht vergessen. Und ich muss sagen, recht hat er. Für einen kompletten Parküberblick gehört dann ja zumindest mal so ein paar Aufnahmen gehören dazu, dass ich auch mal die kleineren, anders gearteten Fahrgeschäfte zeige. Ich werde euch per Instagram auf dem Laufenden halten, definitiv werde Fotos und kleine Videobeiträge posten. Da muss dann einfach mal das Handy herhalten und ich habe auch für die Actioncam irgendwie eine schöne App gefunden, fürs Handy, offiziell, keine Ahnung, vom Hersteller. Mal sehen, wie das funktioniert, dann kann ich darüber vielleicht auch mal was Schönes posten. Aber in erster Linie habe ich natürlich Urlaub und wenn wir zurück sind, habe ich nochmal eine Woche Urlaub. Das heißt, da kann ich dann viel erzählen, Vlogs posten, was weiß ich, was wir nicht alles noch gemacht haben. Da kommt dann wieder ein bisschen was auf euch zu. Und ich darf es gerne nochmal sagen, auch der Europaparkbesuch rückt immer näher. Wann ist denn der? In 4 Wochen, glaube ich. Ja, ich werde mich mal wieder vorsichtig hier rausbegeben, denn ich laufe hier über ganz, ganz glitschige, Holzbohlen sind es nicht. Was sind denn das? Eigentlich nur so bearbeitete Baumstämme, die man hier hingelegt hat, die mega glatt sind, weil alles nass ist. Bearbeitet entrindete Baumstämme, könnte man auch sagen. So, also wünscht mir eine gute Reise, dass ich gesund ankomme und gesund zurückkomme. Und dann heißt es erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.